Herzlich willkommen hier beim Schrauberkönig Solingen in seiner Werkstatt am Rednerpult. Ja, Freunde, worum geht's heute? Piaggio SKR 125, 150, TPH 125. Ich weiß nicht, ob es in den 150 gegeben hat. Also das kann ich euch jetzt nicht sagen. Ich will euch mal eben zeigen, wie man eine Portmap erstellt. Ja, auch wenn es für viele langweilig ist, aber eine Portmap ist sehr, sehr, sehr wichtig. Ihr könnt ja schlecht in die Kanäle also im Zylinder messen, wie groß eure Kanäle sind. Und mit einer Portmap ist das total einfach. Ja, so. Freunde, dann werde ich euch mal hier wieder, ne, auf mein Stativ hängen. Ich habe schon was vorbereitet hier, ja. Ich will euch das nur noch einmal live zeigen, und zwar folgendes. Ihr nehmt euch ein Blatt Papier, am besten ist ein liniertes. Steckt das einmal umlaufend in den Zylinder, in die Bohrung. Seht aber auch zu, dass die Oberkante vom Papier wirklich Oberkante Zylinder ist. So, dann nehmt ihr euch einen weichen Bleistift. Ich habe keinen ganz weichen, sondern so ein Mittelding, ja? Dann, also das Papier müsst ihr festkleben, richtig, damit das auch an Ort und Stelle bleibt. So, Freunde, und dann könnt ihr hier schraffieren mit eurem, wie heißt es, mit eurem Bleistift. Ja, und ihr werdet sehen, die Kanäle kommen richtig schön raus. Das gilt für alle Kanäle eigentlich. Ja, und so erstellt man einfach eine Portmap. Ist nicht viel bei zu können, kann jedes kleine Kind. Und so könnt ihr sehen, wie groß eure Kanäle sind. Wenn einer von oben nicht genau messen kann, dann könnt ihr auf dem Papier immer messen, also bis auf die Kanäle. Ja, dann könnt ihr den Vorauslass bestimmen, ganz einfach. So, das ist jetzt hier einmal. Ja, das Problem ist, ich muss das zeigen. Ich muss durch die Kamera gucken, muss schraffieren. Das ist ein bisschen schwer für mich gerade. So, das ist der Auslass. Ja. Jetzt machen wir eben noch kurz einen Überströmer. Die sitzen ja auch irgendwo hier. Ja, das Papier ist jetzt nicht groß genug. Ich wollte es euch auch nur einmal noch zeigen, wie man das macht. Ja, ohne da zu versagen, sage ich einfach mal. Ja, aber die Kanäle kommen sofort raus, wenn ihr das schraffiert. Und ja, guck mal. So, ich nehme das jetzt nicht raus. Und so sieht das nachher aus, wenn das fertig ist. Ja, man kann ganz deutlich die Kanäle und ihre Größe erkennen und dann anhand berechnen. Ja? Also ein liniertes wäre jetzt besser gewesen, dann könnte man direkt gucken, aha, steht so weit über oder auch nicht. Ja, ja Freunde, das ist es eigentlich. Mehr brauche ich euch zu einer Portmap nicht erzählen. Ne? Und jetzt, wenn ihr jetzt die Größen messt von euren Kanälen, rechnet die zusammen. Da könnt ihr auch gucken, wie groß soll mein Vergaser sein? Oder ne, passt mein Vergaser jetzt dazu? Geht das alles durch? Ja? Ihr könnt ja nicht einen riesen Vergaser drauf machen, wenn ihr ganz kleine Überströmer habt. Das bringt auch nichts. Das muss schon irgendwie ein bisschen passen, Freunde. Gut, das war's von hier. Ich wünsche euch was. Schönen Tag. Liken, abonnieren, kommentieren und bis später. Ne? Ciao und tschüss.